Hallo Leute, Super Mario Luffy ist hier und heute melde ich mich zurück zu einem neuen Division 2 Video. Und zwar wird es heute um die neue Exo-Weste gehen. Die neue Exo-Weste, mit der ihr Granatenbild spielen könnt, beziehungsweise die auf Granaten aufgebaut ist. Ob ich die gut befinde, ob sie Schrott ist, das erfahrt ihr in dem Video. Mit einem Bild dazu natürlich zu der Weste. Und im Hintergrund seht ihr da schon auch ein Gameplay. Ihr bekommt da wirklich sehr oft Granaten dazu, beziehungsweise könnt ihr wirklich die Granaten, die Gegner hier voll spammen. Und ja, wie das genau aussieht, was die Exo-Weste genau kann, das werden wir jetzt gleich erfahren, beziehungsweise und auch mein Set, was ich hier dazu spiele. Das ist nämlich ein Schaden-Support-Set mit der Weste. Und ja, wie gesagt, das Set ist hier auf Schaden und auf, ja, auf die Granaten ausgerichtet, dass ich das Team supporte. Am besten ist das Set natürlich zu spielen in engen Räumen oder wo ihr schon wisst, wo die Gegner bzw. aus welcher Türe die Gegner hier aus welcher Türe sie rauskommen, damit ihr die Granate schon hinschmeißen könnt. So, kommen wir jetzt mal zum Set, was ich mir gebaut habe. Ich spiele den Überlebensexperten. Das hat den Grund, weil ich da hier Brandgranaten bekomme und die bekommt eben nur mit den Überlebensexperten. Dazu habe ich noch 10% Schutz vor Elite, ist auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und ich kann, wenn ich Reparaturkits nehme, also ein Medikit nehme, dann heile ich auch meine Gruppenmitglieder innerhalb von 20 Meter damit. Also ich supporte sie auch noch mit Heilung und meine Gruppenmitglieder bekommen noch 10% extra Schaden für Ziele mit Statuseffekten. Und dadurch, dass das Set hier auf Statuseffekte aufgebaut ist, ist das perfekt hier mit den Überlebensexperten. Mit der Brandgranate dazu ist das Set und die Synergie von einem Set, was ich mir hier gebaut habe, glaube ich, schon relativ gut. Aber was spiele ich hier für ein Set? Ich spiele die Linkshändler. Das hat den Grund, ja, die Stats sind immer die gleichen: Rüstungsschaden, Schaden außerhalb der Deckung, weil es perfekter Vorschlaghammer hat. Wird ein Ziel Schaden durch eine Granate zugefügt, wird es markiert. Markierte Ziele nehmen 40% mehr Rüstungsschaden und das Bewegungstempo reduziert sich um 30%. Nach 10 Sekunden wird die Markierung hier wieder entfernt. Also 40% hier Rüstungsschaden, wenn ihr jemanden mit einer Granate trefft, einen NPC. Ich habe hier Nachladetempo 5 und 2x5% Crit Chance Mod, da ich das hier eben auf Schaden ausgerichtet habe. Als Zweitwaffe für weitere Entfernungen spiele ich die Feuerteufel. Perfekt entflammt, fügt brennenden Gegnern 25% Waffenschaden zu. Nach 3 Kills wird der nächste getroffene Gegner Brand hinzugefügt. 3x Crit Chance habe ich hier oben und das Magazin mit 20 Patronen. Meistens spiele ich aber, ich sage es euch gleich, hier nur die Linkshändler, weil eben auch der Rucksack eben für Schrotflinten ausgelegt ist. Ich spiele hier auch noch viermal eben direktive Set. Das hat den Grund, weil ich hier als Zweier Bonus eben Statuseffekte bekomme, so brennen die Gegner länger. Nachladetempo 30%, die Schrotflinte ladet extrem schnell, auch 1,4 Sekunden. Und wenn Sie einen Gegner treffen, der mit einem Statuseffekt belegt ist, wird er markiert. Wenn Sie den markierten Gegner töten, halten Sie Hohlspitzengeschoss-Munition für Ihre aktive Waffe und ein halbes Magazin der aktiven Waffe des Agents für den Rest der Party. Ihr müsst dann aber selber nicht töten, den Bot, der was unter Statuseffekt ist, das kann jeder in der Party machen. So bekommt dann jeder quasi die Hohlspitzengeschosse, mit denen macht ihr 20% mehr Schaden und die Gegner bekommen noch blutende Wunde, also nochmal Statuseffekt. Perfekt, würde ich mal sagen. Ich spiele hier einmal die Maske eben mit Crit Chance und die Handschuhe und den Rest dann alles mit Crit Damage und Waffenschaden ist hier überall oben auf dem direktiven Set. An Holster habe ich leider noch keinen besseren gefunden. Und jetzt kommen wir mal aber zur Sammlerweste. Die kommt mit 15% Waffenschaden daher, 5, also mit Crit Chance und auch noch mit Crit Damage. Leider noch nicht ausgemaxt. Ich habe hier noch einen Crit Damage Mod. Aber das Beste an der Weste ist das Talent, der Horter. Ihr habt 3 Granaten mehr. Der Granatenradius erhöht sich um 50%, der Granatenschaden um 35% und
25% Granatenschaden für jeden zusätzlichen Gegner im Sprengradius. Es werden alle 30 Sekunden Granaten regeneriert, wenn du weniger als 2 Granaten im Inventar hast. Also ich fange hier mit 8 Granaten an und wenn ihr dann eine Granate nur mehr habt oder zwei, dann bekommt ihr jede 30 Sekunden eben eine Granate hinzu. Ich spiele auch noch die Unziner, den Ruziner Rucksack, eben für Rüstung mit Crit Chance, Crit Damage, wieder das einzige Item, was ich hier auf Rüstung aufgebaut habe. Der Grund ist perfekt Opportunist. Ich bekomme 15% mehr Schaden dazu, beziehungsweise alle für 5 Sekunden, wenn die Gegner mit einer Schrotflinte hier getroffen werden. Und ihr seht schon das Set, ich schmeiße hier Granaten mit Feuergranaten, sie bekommen Statuseffekte ab, die Gegner. Wir töten einen, wir bekommen noch eben Hohlspitzengeschosse hinzu. Die Gegner bluten noch, durch die Weste bekommen sie mehr Schaden. Wegen meiner Schrotflinte, durch meinen Überlebensspezialisten nochmal 10%, also perfekt hier alles auf Schaden aufgebaut, beziehungsweise auf Support für das Team. Ich habe hier fast 50% Crit Chance und 114% Crit Damage. Wie gesagt, Nachladetempo habe ich hier 1,4 Sekunden bei der Schrotflinte. Perfekt, würde ich sagen, und das Set macht hier wirklich Spaß. Wie gesagt, auch noch nur geeignet für quasi Missionen oder für Countdown mit engen Räumen, wenn die Gegner bei der Türe rauskommen, schon die Granate hinhauen oder eben beim Helikopter und bei den Endbossen, bei die Hunter einfach hinhauen. So macht das ganze Team 40% mehr Schaden und durch, wenn ihr die mit der Schrotflinte erwischt und durch die Statuseffekte, dann bekommt euer ganzes Team hier so viel mehr Schaden, dass eigentlich keine Mission mehr ein Problem sein sollte, wo ihr dieses Set anwendet. Natürlich könnt ihr das ein bisschen anders bauen. Ich habe das jetzt auf Schaden gebaut, weil ich hier eben nur Countdown oder heroisch Open World gelaufen bin. Für legendär wahrscheinlich vielleicht gescheiter, besser, dass ihr das eher auf Rüstung aufbaut, mit Statuseffekten mehr, aber das überlasse ich euch. So, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Set-Vorstellung bzw. bei der Westen-Vorstellung. Ich finde die Weste gut. Man kann hier Set spielen, es macht halt ja verschiedenste Sets ausprobieren, mal einen anderen Spielstil und das Team halt hier richtig supporten. So, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Liken und Follow nicht vergessen. Haut rein. Ciao, ciao.